Naja, das ist letztens passiert. So, die haben sich getroffen, dann gingen sie aufs Klo. Drogen wurden verabreicht, er hat sie genommen, ist aufgeschlagen und wart, okay, tatsächlich. Und so geht es jetzt weiter. Tag 62, der 14. September am Samstag. Student an Polizeischule verkauft Kokain. Besitzer des Twister Strip Clubs. Meine Tänzerin sind alle Feministinnen. Und der Film Crazy Arms ist ein Flop. Na gut, da gehen wir heute nicht ins Kino, sondern zur Arbeit. Heinz. Na gut. All the information about Laura, just like you asked. Mr. Boyd, keep your voice down. Someone could be listening. Oh, I'm sorry, Emma. It's my first time doing something like this. Here's the envelope. Everything's in there. Fine. Mr. Boyd, please write for Mr. Fry on this envelope and drop it in the mailbox across the street. What? I don't want this handled like it's some kind of game. Mr. Boyd, those are the rules. Now please, lower your voice. Fine. Okay, Emma. I'll put this envelope in the mailbox across the street, just like you said. Wonder how that damn Mr. Fry is gonna get an envelope out of the mailbox. Talking to yourself, Mr. Boyd? And we thought we'd have to catch you at the police station. But it turns out Jack Boyd has come down to meet us personally. Do you know why we're here, Mr. Boyd? I don't even know who you are. My name is Eugene Chaffee. I'm a businessman. Rather, a restaurateur. Although I usually tell everyone I'm a businessman. Which sounds better? Businessman or restaurateur? Oh, I think I've heard of you. You have a restaurant and a slaughterhouse. And you serve refried veal steaks. Well, refried veal steaks isn't my only business. But perhaps it's what I'm best known for. I thought it was time we meet Mr. Boyd and my friend here. I believe you're already acquainted. His name is Troy Starr. Never heard of him. So what do you want, Mr. Chaffee? Looking for a spokesman for your beef products? I recently changed my image and my hair. Eugene and I really want to help you, Mr. Boyd. Although after our phone call, I've had my doubts. I was making love to my wife and you called me and told me to fuck myself. That kind of behavior is rude and inappropriate, Mr. Boyd. I didn't mean to offend you, Mr. Starr. Just thumbing my nose at that prick mayor of ours. You keep making love to your wife, or did I ruin the mood? There's a nice cafe around the corner. Spare us a couple of minutes of your time, Mr. Boyd. Lately, I've been so busy that I rarely get to sit and relax in such a nice place. And with such interesting company. Get to the point, Mr. Chaffee. I'm busy, too. In fact, I think I hear some teenagers next door robbing and raping an old woman. Maybe she's your aunt. You see, Mr. Boyd. Good morning. What do you want? A big mug of beer. We don't serve big mugs of beer. Then a small mug of beer. We don't have beer in any size glasses. This is a family restaurant. Moms and dads come with small children. I can bring you a lollipop to suck on. Monica, where's your famous charm? Bring the gentleman a beer. I'm sure you've got a bottle under the counter. Check between the dead cats and the dried heads of your ex-boyfriends. This man, by the way, is your police chief. Don't be silly. The police chief has a bald spot the size of a toilet seat. So, as I was... Oh, I'm sorry, Eugene. It's Rogers. Probably forgot how to wipe his ass. When you're 82, Troy, you'll probably forget you need to wipe your ass at all. But very well. Run along. We can continue without you. So, Mr. Boyd, as you may already know, the official job of my old friend Mr. Starr is to cause trouble for you. But believe me, it's not out of malice. It's to maintain his cover at City Hall. But to somewhat balance out this trouble, I've decided to help you out. Every day, pay close attention to your morning newspaper, Mr. Boyd. You'll find messages hidden among the pages,
Simple notes, but make no mistake, the information you'll find there is extremely useful. You see, Troystar isn't my only spy. That's it, Mr. Boyd. I told you it would only take a couple of minutes. I wouldn't want to disturb you while you're enjoying your drink. Keep in touch, my dear little cupcake. Oh yes, I'm quite good at puns. Never imagined what meeting Robespierre would be like, but I certainly didn't figure the first thing he'd do was buy me a drink. Getting them to serve a beer at a family cafe? And this Robespierre has some strange superpowers. Strange, but not entirely useless. So, das war also unser Treffen. Meine Band spielt auf einem Konzert für kranke Kinder. Kann ich ja einen Tag frei haben? Caddy, wer bist du überhaupt? Ich kenne dich gar nicht. Ich sage mal nein, denn du bist noch grün. Oh, mein Großvater leidet an Epilepsie und in letzter Zeit sind die Anfälle schlimmer geworden. Sie kommen immer öfter und belasten uns alle sehr. Der Arzt sagt, dass er ein spezielles Medikament braucht, das wir hier nicht bekommen können. Ich bin der Einzige in der Familie, der Auto fährt. Darf ich heute wegfahren? Die Medikamente holen? Das ist kompletter Blödsinn. Du lügst mich doch an. Oh Mann, ich war die ganze Nacht auf. Bla, nein. Hey, ohne Mist, ne? Heute ist der Eintritt in allen Museen der Stadt frei. Ich bin großer Kunstfan. Ihr könnt mich alle mal gern haben, wie fast alle irgendwie irgendein Thema finden, das sie irgendwie vortragen können. Ist halt ein bisschen blöd. Ich beginne mal den Tag. Und, ja, dieses Treffen gerade mit Robespierre war ja schon so ein bisschen komisch, nicht wahr? Ich meine, die Stimme war jetzt nicht so Bombe im Vergleich zu allen anderen. Naja, gut, wir müssen uns dran gewöhnen, das ist ja nun mal, und sehr interessant, dass er sich uns jetzt so offenbart. So, pass auf, Henry Sand hat sich als Mitglied einer Gang herausgestellt, die als Sands bekannt ist. Ach, wirklich? Er könnte ihnen bei der Zerschlagung der Gang helfen, wenn sie ihn zum Informanten machen. Ich nehme mal an, Mann. Warum nicht, Henry Sand? Jack, jetzt wo sie gegen Mitglieder der Mafia ermitteln, müssen sie vorsichtig vorgehen. Wenn sie das herausfinden, sind sie tot. Je schlechter ihre Beziehung zur Mafia ist, desto eher werden sie den Verdacht haben, dass etwas nicht stimmt. Alright. Gut, wir fangen hier unten an und arbeiten uns dann irgendwie bis zu Christopher G. Sand nach oben und kassieren $200,000. Warum nicht? Hört sich gut an. Drogenverkauf. Astala irgendwas. Oh, Atala Bestattungsinstitut, Baustelle, Diebstahl. Warte mal kurz. Was haben wir hier? Der ältliche Sicherheitsmann Robert Childress hat beobachtet, wie 6 Leute durch ein Loch im Zaun auf eine Baustelle vorgedrungen sind, wo sie einen Karren mit Steinen auffüllten. Zunächst machte sich der Wächter nur Sorgen um die gestohlenen Baumaterialien, aber als die Diebe begannen, in die weniger gut gesicherten Teile der Baustelle vorzudringen, begann er sich Sorgen um ihr Leben zu machen. Diese Idioten bringen sich noch selbst um. Ihr müsst euch beeilen. Okay, Simpson. Und Huff und Krause. Und wo ist denn Percy? Da ist Percy. Und Johnson und, ja, das reicht. Ihr könnt da mal hingehen. Und dann gibt's hier Raub im Ghetto. Ein junger Mann hat gerade, der gerade ausgeraubt wurde, hat angerufen und berichtet, er kam mit einem Messer aus dem Hauseingang und hat mein Portemonnaie verlangt. Ich wollte wegrennen, aber er bekam mich zu packen und stieß mich zu Boden. Zusätzlich zu meinem Portemonnaie hat er meine Uhr, meine Schuhe und sogar meinen Gürtel mitgenommen. Den hat mir meine Mutter geschenkt. Das ist furchtbar. Ozaki geht hin mit Kubilius und Bonds. Und das sollte es auch gewesen sein. Und jetzt gucken wir uns mal das hier an, Drogenverkauf. Guck mal, ach, das können wir jetzt nicht machen. Na toll. Morgen dann, mit Mrs. Weaver und 2 Polizisten, können wir dann da hingehen und mal schauen, ob wir diesen Fall nicht lösen können. Drogenverkauf. Dass ich nicht lache. Hey, guck mal, wir haben schon $63,000. Der Wahnsinn. Diebstahl, Baustelle. Einer der Verdächtigen ist umhergerannt und wäre beinahe in einen Fahrstuhlschacht gestürzt. Er steht an der Kante und sieht sich nervös um. Den Verdächtigen in den Fahrstuhlschacht stoßen. Das ist die einzig richtige und beste Variante. Zurücktreten? Jetzt mal ganz ruhig, da geht es tief runter. Warte mal. Zurücktreten. Zurücktreten. Okay, pass mal auf. Täter gefasst, Beamte unversehrt und alles ist easy. Überspringen? Schließen. So, was haben wir hier? Drogenbesitz bei Eddie's Burgers.
Eleanor Compton wollte vor dem Essen ihre Hände waschen, verirrte sich aus Versehen jedoch in die Küche des Restaurants. Ich habe mich umgeschaut und da waren mehrere Tüten mit weißem Puder. Ich kann Kokain, oder meine Entfernung kennen. Sie fern. Ach so, okay, pass auf, das ist höchstwahrscheinlich kein Kokain. Deswegen werde ich mal ganz kurz überlegen, wen ich da kurz schicke. Caddy Austin reicht. Ist 100% falscher Alarm, weil das echt kein Kokain sein kann. Das ist bestimmt bloß Zucker oder sowas. Leichen? Von Fragezeichen? Mr. Boyd, Sie kennen mich nicht und das ist vermutlich auch gut so. Und was meinen Beruf angeht, würden Sie ihn vermutlich nicht gutheißen. Also werde ich Sie nicht mit den unnötigen Details belasten und direkt auf den Punkt kommen. Für eine sehr spezielle, nun ja, nennen wir es Operation, brauche ich 3 tote Polizisten, eine Frau und 2 Männer. Aussehen und Alter sind unwichtig, ich komme in ein paar Tagen zurück, um die Leichen abzuholen. Wir wollen ja nicht, dass sie verwesen. What? Leichen? Vergiss es, Mann. Das wird nicht passieren. Raubbericht? Was haben wir denn hier? Täter gefasst, Beamte unversehrt. Und alles ist super. Schließen. Ja, das funktioniert bestens. Aber was hat das mit den Leichen auf sich und wer fragt mich danach? Hoffentlich nicht, die Mafia Drogenbesitz, Bericht? Falscher Alarm, Mrs. Compton hat mehrere Türen, normales... Tüten, normales Küchensalz gesehen und das mit Kokain verwechselt. So, pass auf, Vorstadt, Tiermisshandlung, das können wir nicht gutheißen, du. Das geht auf keinen Fall, das geht auf keine Kuhhaut hier. Ein Mann hat soeben angerufen, seine Stimme war grell und der klang hysterisch. Hallo Polizei? Ein Monster ist in meine Wohnung eingebrochen und rennt überall herum. Oh Gott, nur ein Biss von dem Ding und ich bin tot, beeilt euch. Falscher Alarm again. Pass auf, Fitzsimmons? Nee, warte mal. Fitzsimmons und Huang? Falscher Alarm definitiv, ich weiß es. Ich weiß es einfach, da ist doch nichts dahinter, Mann. Das war doch bestimmt wieder nur so eine kleine Katze oder sowas und der Typ übertreibt total. Doppelmord, Everyday Einkaufszentrum, das ist doch mal was ganz Interessantes. Ein unidentifizierter Mann, der an der Kasse nicht zahlen konnte, reagierte darauf, indem er die Kassiererin und anschließend auch einen Security-Mann tötete und floh. Ein Teil, beziehungsweise ein Fall... Ein Teil? Ein Fall für Mole und Cross und Armstrong. Nee, warte mal, Armstrong nicht. Jackson. So, die drei machen das erstmal. Das klingt doch vielversprechend, oder was? Das können wir lösen. Mit Mole. Die ist so krank, ne? Fast 800. Das ist, weit über allem, was wir jemals erreichen können. Tiermisshandlung, Bericht. Eine große Wespe ist in das Haus des Mannes geflogen. Eine Wespe? Okay. Übertreib halt ein bisschen. Wer kann denn bitte schön keine Wespe von einem wütenden Monstrum unterscheiden? Vergewaltigung im Stadtzentrum. What is it? Synthes Jason hat eine Beschwerde gegen einen Arbeiter in ihrem Haus eingereicht. Offensichtlich ist er aufdringlich vulgär und folgt ihr überall hin. Ich habe noch nie so einen Mistkerl gesehen. Bestrafen Sie ihn. Das ist bestimmt nichts Schlimmes. Bestimmt auch wieder falscher Alarm. Deswegen hier Dingsbums Percy. Und Huff. Obwohl, könnte irgendwas sein, das doch irgendwie ein bisschen wichtig sein könnte. Doppelmordermittlungen haben begonnen. So, pass auf, Überwachungskamera. Der hochgewachsene Mann mittleren Alters trug einen offenen grauen Mantel und ein weißes T-Shirt. Nach Betreten des Ladens ging er direkt zum Alkohol, nahm sich einen 6er-Pack Bier und ging dann zur Kasse. Mrs. Arana ist die Zeugin. Ich stand direkt vor diesem Kerl an der Kasse. Er wirkte auf mich ziemlich verdächtig und was für ein grässlicher Gestank. Ich bin so schnell von ihm weggegangen, wie ich konnte. Auf dem Weg nach draußen habe ich jemanden von der Security gesagt, er solle ihn im Auge behalten. Okay, Mr. Pape? Ist auch ein Zeuge. Ich stand in derselben Schlange wie dieser Typ. Er hatte es offensichtlich sehr eilig und war sehr nervös. Er hat der Kassiererin eine Kreditkarte gegeben und als die ihm sagte, dass das Konto leer sei, hat er seine Waffe hervorgezogen und das arme Mädchen in den Kopf geschossen. Dann auch dem Security-Mann, der in der Nähe war und versuchte, ihm die Waffe abzunehmen. Aber der Kerl war zu schnell und hat ihn erledigt. Was zur Hölle, Mann? Mr. Pergola, Security. Ich und mein Partner Ron haben uns unterhalten, als eine Frau auf uns zukam und sagte, wir sollten den seltsamen Mann an der Kasse im Auge behalten. Ron ging zu ihm rüber und dann habe ich den Mündungsblitz gesehen und Schüsse gehört. Und dann rannte dieser Typ mit seinem Bier zum Ausgang. Ich war so schockiert, dass ich nicht rechtzeitig reagieren konnte, um irgendwas zu tun. Ich konnte nicht mal rechtzeitig meine Waffe ziehen. Okay, das ist furchtbar. Mrs. Barrett. Okay, Claire Barrett, Passantin. Ich will gerade reingehen, als plötzlich dieser Idiot herausgestürmt kommt und mich beinahe umrennt. Ich konnte ihm nichts mehr nachrufen. Er sprang einfach auf sein Rad und verschwand. Auf sein Rad. Okay, das ist ziemlich eindeutig hier, ne?
Es gibt nur einen möglichen Verdächtigen und das ist der Typ. Also warten wir mal auf die Schnappschüsse und dann werden wir das Kind auch schaukeln. Was ist das denn? Robert Devlin? Landhäuser. Ich brauche heute 4 Polizisten. Es ist sehr wichtig für meine Tochter. Sie heiratet und will, und ich will, dass alles perfekt ist. Ich bin ein sehr einflussreicher Geschäftsmann mit der Art von Einfluss, die man nicht erreicht, ohne sich Feinde zu machen. Also keine Überraschung heute. Ich will keinen Ärger. Wer zur Hölle bist du? Ohne Mist. Ich schicke Fitzsimmons, Austin, Cady, Kubilius. Was soll's? Und wir haben hier noch ein bisschen Drogenherstellung in der Vorstadt. Aha. Guck mal an. Laut einer anonymen Quelle wird ein auf Ernest Franklin eingetragenes Haus genutzt, um große Mengen an Drogen zu produzieren und zu lagern. Mr. Franklin hat ein langes Vorstrafenregister, darunter auch illegaler Waffenbesitz und Drogendelikte. Das letzte Mal, dass er verhaftet wurde, hatte er auf Teenager geschossen, die in seinem Garten einem verlorenen Baseball hinterhergeklettert waren. Na toll. Pass auf, Huang, Krause, wir schicken alle mal hin. Und den Mannschaftswagen, geht ein bisschen schneller dann. Ein bisschen schneller dann. So, alle sind unterwegs, der Tag neigt sich dem Ende zu, 18 Uhr gleich 19 Uhr, das ist doch super. Achso, Vergewaltigung-Bericht, was haben wir denn hier? Ach so, der für Hausmeisterdienste angestellte Billy Sue, über dessen Verhalten Cynthia Jackson sich beschwert, hat der jungen Frau nur beim Vorbeigehen nachgepfiffen. Mhm. Das ist hier sehr interessant. Was haben wir hier? Erregung öffentlichen Ärgernisses im Wohngebiet. Wir haben... ja gut, warte mal. Kriegen wir das hin? Nee. Bericht Devlin? Oh, Boss, alles lief super. Wir sind da ernst hingegangen, ganz offiziell, aber dann wollten all die hübschen Mädels Fotos mit uns. Am Ende haben wir mit dem Brautpaar Torte gegessen. Das war ein großartiger Tag. Ihr seid alle besoffen. Okay, hier, danke für die Hilfe. 4000 nehme ich gerne mit. So, wir warten mal ganz kurz, was ist... Oh, shoot! Es gibt keine Verstärkung, du musst da alleine durch, Team. So, wir warten mal kurz, bis die anderen zurück sind und dann werden wir uns dem hier annehmen. Ich weiß auch nicht. Wir haben 2 Fälle. Bericht Drogenherstellung. Täter gefasst. Tatsächlich, da gibt's irgendwas. Krass. Gut, wir haben... Oh, wir haben Ficus gefunden. Den guten alten Ficus, der wird verkauft. Von der Mafia. Mhm. So, pass auf. 7, 6, 5, 4. So, wir haben ein bisschen Platz jetzt. Guck mal. Mrs. Sofa Möbelladen Raub. Ein Passant hat 2 seltsame Männer auf der anderen Straßenseite ausgemacht, die das Schaufenster des Möbelladens Mr. Sofa. Mr. oder Mrs. Sofa einschlugen. Dann sind sie im Inneren des Ladens verschwunden. Pass auf. Das ist ein Fall für. Fitzsimmons. Austin. Huff. Und Kubilius. Let's do it. Und dann jetzt die hier. Pass auf, das wird auf jeden Fall richtig gut. Wir schicken alle hin. Oh! Jill Austin wurde bei einem Autounfall getötet. Den ersten Berichten nach war sie betrunken. Ja, shit. Okay, wir haben ein kleines Problem. Ein ganz kleines Problem. Mist! So, was... Ah, nee, warte mal. Unsittliches Verhalten in der Öffentlichkeit. Wir müssen das mal mit jemand anderem... Nee, warte mal, das ist es doch jetzt. Erregung öffentlichen Ärgernisses im Wohngebiet. Eine Frau hat angerufen und mit feierlicher Stimme erklärt, ich habe aus meiner Wand die Fanfaren von Engeln gehört. Der Herr kommt, sehet seine Herrlichkeit. Das Fernsehen hat Recht behalten. Pass auf. Nee, nicht Ozaki. Sie, Percy... Austin ist tot! Aus irgendeinem Grund trauere ich da relativ wenig gerade, aber es ist trotzdem irgendwie Mist. Ne, ich habe halt überhaupt gar keine Verbindung mehr zu den ganzen Leuten hier. Das ist echt Quatsch, ne? So, pass auf, SWAT und der Mannschaftswagen, den können wir doch mehr als einmal benutzen, das ist gut. Pass auf, Caddy fährt auch noch hin. Der ist ein bisschen besoffen, macht aber gar nichts. So, hin da. Und dann gibt's hier noch einen Auftrag für Huang, ne, Ozaki. Unsittliches Verhalten in der Öffentlichkeit beim King Louis Nachtclub. Der Türsteher des Clubs sagte, er habe einen seltsamen Mann festgesetzt, der sich ausgezogen und Frauen auf der Tanzfläche belästigt habe, kommt und holt diesen Idioten ab. Okay. So, mal sehen, was das wird. Das ist traurig. Das ist in der Tat sehr, sehr traurig, Mann. Oh, betrunken am Steuer. Wow. Holy shit. Das ist... Okay. Hey, warte mal. Jetzt haben wir doch schon 2 Leichen, Mann. Für diesen Fragezeichen, Mann. Was wollte der denn? Was wollte der? Ein Mann und eine Frau ringen sich damit ab, eine luxuriöse Couch durch das zerbrochene Fenster in ihren Lieferwagen zu tragen.
Sich auf das Sofa setzen ist immer das Beste. Lassen Sie sofort das Möbelstück fallen und dann die Hände hinter den Kopf. Beim Einladen helfen? Naja. Also das sind ja mal Vorschläge, unglaublich. So, pass auf. Täter entkommen. Sterben die? Ach nee, die sind besoffen, stimmt. Die sind alle besoffen, aber die leben noch. Ich müsste noch einen Auftrag machen, ohne Mist. Warte mal. Wie sieht's denn aus hier mit meinen Hinterlassenschaften? Rückstand? Leichen? Wir brauchen eine Frau und zwei Männer. Das ist doch echt bescheuert, oder was? Doppelmordbericht? Was ist denn das? Okay, wir haben auf jeden Fall ein paar Bilder. Das reicht aber noch nicht aus. Erregung? Es waren keine aus dem nichts erschienenen Engel mit Trompeten. Was? Es waren keine. Es war ein Musikstudent in der Nachbarwohnung, der auf der Tuba übte. Okay. So, und hier haben wir jetzt was? Täter gefasst. Beamter unversehrt. Alles bestens. Naja, was heißt alles bestens, Mann? Was heißt alles bestens? Wir müssen noch einen töten. Ey, wir haben gerade zwei Leute verloren. An Alkohol. Das ist furchtbar. Sollte ich jetzt noch den letzten Beamten irgendwie opfern? Ich habe keinen Plan. Ich beende erstmal den Tag. Und was lernen wir daraus, liebe Kinder? Trinkt niemals und fahrt auch kein Auto. Zumindest nicht beides. Irgendwie nacheinander oder gleichzeitig. Ihr solltet das echt nicht tun, sonst endet ihr wie Austin und Caddy. Das ist echt, das ist brutal. Und eigentlich wollte ich dieses Fragezeichen-Ding da nicht machen, aber jetzt haben wir ja fast schon alle Leichen zusammen, ne? Ein Mann, eine Frau, fehlt noch ein Mann jetzt. Und die Frage ist, soll ich noch jemanden umbringen lassen oder eventuell auch nicht? Fragen über Fragen, wir werden es sehen. Was würdest du tun? Schreib's in die Kommentare und bis es weitergeht, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!